Acting Tough. Strahlender Sonnenschein, Freibad Rudolstadt. Wir haben uns hier versammelt, um ein Ereignis ein bisschen vorzubereiten, das zu einer ganz anderen Jahreszeit über die Bühne geht, nämlich am 1. Dezember 2012. Getting Tough the Race steht in den Startlöchern, die Vorbereitungen laufen, die Strecke ist schon ja ganz gut vorbereitet und hier in diesem Gelände, dort wird sich die Signal Iduna Versicherung richtig austoben. Wir werden das hier zum absoluten Hindernisparcours ausgebaut haben bis dahin. Ja, und neben mir steht jetzt der Mario Vökel, der Bezirksleiter der Signal Iduna Versicherung. Ist das richtig? Passt so ungefähr. Passt so ungefähr, also der Chef von Detjanze. Und für Rudolstadt, für die Signal Iduna Versicherung in Rudolstadt mit seiner Agentur hier vertreten, das ist der Timo Ginski. Hallo. Hallo, ich grüße dich, Hendrik. Eine Frage, die sich natürlich jeder stellt, wie kommen ja die Menschen, die eigentlich doch eher im Büro zu Hause sind, die am Schreibtisch sitzen, wie kommen die dazu, so ein Adventure, so ein Extremlauf zu unterstützen? Ja, Hendrik, diese Frage ist sehr, sehr schnell beantwortet, weil auch Schlipsträger und Büromenschen haben eine Freizeit und in dieser Freizeit ein Privatleben. Und zumindest für mich und ich glaube für Herrn Ginski auch, spielt in der Freizeit Sport eine große und wichtige Rolle. Und insofern musste ich nicht zweimal überlegen, dieses Event hier in Rudolstadt zu unterstützen. Und das sind genau die Menschen, die wir brauchen. Nicht lange schnacken, sondern sagen, wir sind dabei. Und da kann man, also denke ich mal, kann das auch der Michael Kalinowski bestätigen, haben wir in der Signal Iduna Versicherung einen tollen Partner gefunden. Kali, hat es dich überrascht, dass sie spontan Ja gesagt haben? Nö, ich habe die Jungs ja mal kennengelernt, es war vor 6 Wochen, du warst da mit dabei gewesen, die haben sofort zugesagt und das sind gerade so Sponsoren, wo man wirklich drauf aufbauen kann, die nicht lange labern, sondern sofort handeln. Genau, und der Timo Ginski ist ja noch in ganz anderer Art und Weise betroffen als ehemaliger Leistungssportler und man muss sagen, das war Biathlon, ne? Ich habe viele Jahre Hochleistungssport Biathlon betrieben, fast 20 Jahre. Deswegen schlägt doch das große Sportlerherz in mir. Ja, und das große Sportlerherz hat jetzt dafür gesorgt, dass Timo nicht nur mit seiner Signal Iduna Versicherung diese ganze Geschichte unterstützen wird mit seiner Agentur hier in Rudolstadt in Zusammenarbeit mit dem Mario Vökel, sondern dass er sich gesagt hat, und man sieht es auch schon sehr deutlich, ich trainiere selber für den Lauf. Er hat sich also schon aufs Wettkampfgewicht bewegt, er sich so langsam wieder zu. Das ist also echt Wahnsinn. Und wenn du jetzt hier ein Hindernisparcours auch planst, ne? Wie viel Kilo? Ja, genau. Wie viel Kilo hast du abgenommen? 17. 17? In welcher Zeit? Halbes Jahr. Da bist du platt, ne? Ja, krieg ich mal anders nicht hin, nur mit knallhartem Training. Und wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Hier soll ja ein Hindernisparcours, ein Wasserparcours entstehen für die Teilnehmer von Getting Tough the Race. Und Timo ist ja nicht nur bei der Planung beteiligt, sondern er wird auch selber mitlaufen am 1.12. Timo, dir ist klar, dass du dir hier schon so ein bisschen dein eigenes Grab ausschaufelst. Das ist wohl wahr. Ich weiß ganz genau, was ich mich hier einlasse und mich graue das vor diesem Hindernis, ja. Sehr schön. Wenn ihr dieses Grauen auch teilen wollt, dann kann ich nur alle einladen, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Meldet euch an Getting Tough the Race am 1.12.2012 hier in Rudolstadt, unter anderem auch hier im Freibad. Eine wichtige Mission haben wir allerdings noch. Wenn wir uns hier so ein bisschen umschauen im Gelände, wir stellen uns vor, hier sind unzählige Starterinnen, Starter, Teilnehmer am Start, ja, und kämpfen hier an unseren Hindernissen, die wir natürlich noch nicht verraten, ne? Dann brauchen wir natürlich eins für dieses Gelände, und zwar was? Wir brauchen einen Namen für dieses Gelände. Und der Name sollte irgendwas mit dem Haus Signal Iduna zu tun haben, natürlich, wobei ein Name schon belegt ist, das ist der Signal Iduna Park in Dortmund. Und von daher seid ihr alle aufgerufen, einen Namen für unser Areal hier zu finden, wo sich der Charakter des Laufes so ein bisschen widerspiegelt, wo sich unser Name so ein bisschen widerspiegelt. Und das Ganze wollen wir natürlich auch honorieren für denjenigen, der den Namen einreicht. Und jetzt wird's interessant. Für denjenigen, der den Namen einreicht, den wir dann hier auch verwenden. Ja. Für den sponsern wir eine VIP-Karte im Signal Iduna Park für ein Heimspiel des BVB, dem deutschen Meister, dem deutschen Pokalsieger. Hey. Und ich freue mich drauf, Sie, euch dann in Dortmund im Signal Iduna Park begrüßen zu dürfen. Wunderbar, das ist doch meine Ansage. Also mitmachen,
kreativ sein, schönen Namen ausdenken und dann vielleicht mit einem VIP-Bändchen in den Signal Iduna Park einzulaufen. Genau. Dankeschön, Mario Vökel, Dankeschön, Timo Ginski, Kalli und euch jetzt viel Spaß und gute Ideen. Und danke für den tollen Preis. Wahnsinn. Also Jungs und Mädels, meldet euch an, wir sehen uns am 1.12. in Rudelstadt. Getting Tough, the race!